Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Ich habe wieder ein Paket. Und ich hatte ja bei der letzten Temu-Bestellung schon angekündigt, dass nochmal eine kommt. Tada! So. Und die packen wir jetzt einfach mal aus. Und dann werde ich auch noch ein Testvideo dazu machen. Zu der SD-Karte kam ja schon ein Video, zu der SD-Kartengeschichte. Da kamen auch ein paar Fragen. Wenn man bei Temu SD-Karten sucht, da war Gigabyte abgebildet. Gigabyte, 128 Gigabyte, 1 Euro noch was. Wenn man raufgeht, sind Bilder von der SD-Karte mit Megabyte. Bei manchen konnte man aussuchen Gigabyte, also konnte man noch die Größe aussuchen. Bei anderen stand halt, war nur auf dem Hauptbild 200, 100 noch was, je nachdem, Gigabyte. Und wenn du raufgegangen bist, 100, 500 noch was MB und so. Und da, oder 100 noch was MB, da konntest du nichts auswählen. Ja. So, und wir haben jetzt hier eine Menge an HDMI-Kabeln. Wir haben hier einmal ein... Ich werde euch natürlich alle in der Videobeschreibung verlinken. Die werden wir auch alle testen. Ich habe versucht, aus verschiedenen Preisklassen... Ich habe jetzt für 30 Euro HDMI, also mit denen vom letzten Mal, habe ich für über 30 Euro HDMI-Kabel gekauft. Es war halt leider nicht mehr drin, dass ich dann noch ein paar andere teste, so Kombipakete, wo zwei drin sind. Hier habe ich jetzt ein... ZC-H0001 grau, 1 Meter, gesleeved, das ist der hier, dann haben wir hier ZC-HD001, also eine Null weniger. 1,50 Meter. Der ist grau metallisch und die sleeved. Dann haben wir hier so nochmal einen grauen. Der ist HDMI, Made in China, 2 Meter. Das müsste, glaube ich, der einzige lange sein. Weil ich wollte nicht nur kurze bestellen, weil möchte die ja vielleicht auch noch irgendwann mal benutzen für irgendwas. Und keiner bestellt halt immer nur so ein Stümmelchen. Die meisten bestellen ja auch 2 Meter. Und deswegen habe ich gedacht, muss ja auch mal was Größeres mit bei sein. Hier steht jetzt natürlich nicht, welche Länge der hat. Der ist jetzt hellgrau. Also dunkler Kabel. Und das hier oben ist hellgrau. Sieht auch aus wie Metall. Dann haben wir hier noch ein, nochmal einen orangenen. Muss ich mal gucken, ob ich da richtig habe. Ja. Das ist, genau, habe ich den richtigen ergriffen? Genau. Ich habe hier nochmal einen bestellt. Also aus der letzten Bestellung habe ich nämlich ein ZC-HD001. Auch so ein 0,5 ist das. Sieht da jetzt nur so ein kleines Stück in rosa, orange. Und jetzt habe ich halt den gleichen oder versucht den gleichen. Es steht auch der gleiche drauf in 1,50 Meter. Beides Gummi, beides gleiche Farbe in orange. Und dann habe ich hier noch einen ganz kleinen in grau, gesleeved. Grau, der ist auch wirklich nicht gerade lang. Der ist, glaube ich, sogar noch kürzer als der andere. Da. Ja, der ist nur so ein Stück. Das ist halt gut, wenn man halt so, was weiß ich, wenn der Receiver unten ist und das oben und dieses, also vom Fernseher das und die Skybox oben, so, dann würde das gehen. Oder halt bei meinem kurzen Stück vom, von einem Splitter zum anderen. Der soll.
Steht nicht da, soll aber 0,5 sein. Wenn ich den mit dem aus der letzten Bestellung mal vergleiche. Also da ist 0,5 wohl sehr großzügig ausgewählt. Ich werde aber auch nochmal in die Beschreibung gucken von der Bestellung. Ob ich da, ob der nicht vielleicht unter 0,5 ist. So, weil das ist jetzt hier 0,5 von der letzten Bestellung. Und wenn ich die jetzt hier ranhalte, also ab da, wo der Kabel ist, ja, das ist praktisch doppelt so lang. Ja, seht ihr ja. Der ist doppelt so lang. Also ist halt gut, wenn man halt wirklich nur kurze Stücken hat. Normalerweise bestellt man länger. Ich habe auch alle. Also ich habe jetzt nicht, wo nur 4K HDMI-Kabel drauf stand, bestellt. Ich habe alle, und da müsst ihr auch drauf achten. Ich sage es immer wieder, weil da kam oft schon das, ja, aber kann er denn das, was er kann, können soll? Und woran erkennt man das und hast nicht gesehen? Ihr müsst darauf achten, wenn ihr ein HDMI-Kabel kauft für eure neuen Konsolen, Xbox Series X oder PS5 oder für die neuen Blu-ray-Player, 4K Blu-ray-Player, und ihr wollt da ordentlich Leistung haben. Ihr müsst, und euer Fernseher das natürlich auch kann, ja. So, wie gesagt, da haben wir dann noch dieses kurze Stück, was ich euch eben schon gezeigt habe. Und dann haben wir aus der letzten Bestellung noch einen blauen. Ja, auch so ein kurzes Stück. Und die werden wir jetzt alle auch noch testen. Und ja, ob sie das können, was sie können. Wie gesagt, ihr müsst wirklich darauf achten, wenn ihr euch ein HDMI-Kabel kaufen wollt. Was steht drauf? Die meisten 4K-Kabel, weil das HDMI-Konsortium oder wie die heißen, machen es auch gerade momentan nicht leicht. Früher hatten die Nummern 1.4, 1.4a, 1.4b, 2.0, 2.0a, 2.1, 2.1a gibt es mittlerweile schon. Und da gab es feste Regeln, was so ein HDMI-Kabel kann oder können muss, um diese Bezeichnung zu haben. Der neue Standard mit dem 2.1a ist zum Beispiel so, dass der HDMI-Kabel nicht mehr alles kann, können muss, was ein 2.1-Kabel kann. Wenn auf der Verpackung draufsteht, dass der halt, nehmen wir mal jetzt an, ihr braucht einen für die PlayStation mit 4K, 120 FPS, HDR natürlich, VRR, allem, dass er das alles unterstützt und vielleicht auch ARC oder so. Na gut, ARC spielt da ja eine untergeordnete Rolle. Naja, doch, ist ja auch Ton, was durchgeht. Und ihr euch, Alexa, Timer Ende. Und ihr holt euch ein 4K-Kabel. Kann auch 2.1 sein. Dann muss es nicht der sein, der das alles kann. Weil mit dem neuen ist es so, wenn 2.1, ein neuer HDMI-Kabel, wenn der nur auf EARC ausgelegt ist, dann steht dann halt drauf, was er kann. Wenn der aber mit für Bild und alles so ist, dann steht auch alles dran. Früher war das so, 2.0. Da, wenn du ein 2.0-Kabel gekauft hast, wusstest du ganz genau, wirklich ganz genau, weil das vorgeschrieben war, was hat ein 2.0-Kabel zu können. 4K mit 60 FPS. 8K mit 30 FPS. Und da gibt es eine ganz lange Liste. Das ist jetzt nicht mehr so. Deswegen, wenn ihr einen vernünftigen HDMI-Kabel sucht für eure Geräte und ihr habt nur 4K-Geräte, vollkommen egal, ihr müsst 8K suchen. Und wichtig ist, nicht 8K 30. Wenn ihr 8K 30 FPS nimmt, kann es im 4K-Bereich nur 60 FPS. Aber euer Fernseher kann 120 und möchte das nutzen, dann muss der, das ist das Einfachste, wonach ihr euch richten könnt und das Unkomplizierteste, 8K 60 FPS. Dann kann der eigentlich in der Regel alles andere auch und der ist super für eure Konsolen geeignet. Da müsst ihr drauf achten. Das ist leider heutzutage nicht mehr so einfach, wie es früher mal war. Sehr, sehr verwirrend. Aber egal,
Wir haben jetzt hier einen Haufen 8K, da habe ich geachtet drauf, dass es alles 8K 60 FPS Kabel sind. Und die werden wir dann alle überprüfen, ob die 4K 120 FPS, VR, allem. Und das können wir ja super mit der PlayStation und der Xbox testen, weil die testen das ja. Die geben ja so ein Testsignal oder gucken, was geht durch. Und dann sagt er ja, das geht nicht. Da können wir das super dran testen. Und das werden wir hier testen. Ich werde auch alles ungeschnitten aufnehmen, damit ihr nicht sagt, ich habe da irgendwie ein Kabel getauscht oder irgendwas dergleichen. Ich tausche mit euch den Kabel. Wir testen die alle am Stück. Machen die Reihen und ich werde nichts schneiden. Ich nehme das konstant auf und wenn das eine Stunde dauert, zwei Stunden dauert, das Video vollkommen egal. Ich nehme konstant auf, damit auch nichts irgendwie, dass keiner sagen kann, hier, da habe ich ein Kabel getauscht oder so. Ich mache den mit euch rein. Wir gehen auf PlayStation, testen das, gucken, ob das kann. Wenn das nicht kann, sage ich es natürlich. Wenn das kann, sage ich es auch. Aber das seht ihr, ich filme ja den Bildschirm und dann nehmen wir uns die nächsten Kabel vor. So einfach machen wir uns das. Denke ich mal. So, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch jetzt gefallen hat. Das kleine Unboxing und Vorankündigung auf das Testvideo. Ich bin da selber mal gespannt, ob die das alle können, was sie können sollen. Und wenn die das können, mit den Kleinen kann ich hier zum Beispiel auch super auf dem Lowboard kurze Strecken von Splitter zu Splitter überbrücken. Dass dann nicht so viel nach hinten weggeht oder oben an Kabeln liegt, das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Der Testvideo mache ich natürlich, kommt hinterher. Ein paar Minuten Verzögerung, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich aufgenommen habe. 10, 20 Minuten nach der Veröffentlichung dieses Videos im Schnitt kommt auch das Testvideo. Versprochen, das kommt alles an einem Tag. Damit warte ich, bis alles fertig ist, kommt alles hintereinander weg. So, aber nichtsdestotrotz, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. Wo ist denn jetzt die Fernbedienung? Tigga, liegst du schon wieder auf der Fernbedienung? Nee, du liegst nicht auf der Fernbedienung diesmal. Ach, ich hab's unter den Tüten verkramt. So, aber jetzt wirklich.